Hallo, herzlich willkommen hier auf Entomologic World. Ich bin die Kante und ich möchte euch heute zeigen, wie ich eine Zikade präpariere, was dabei ein bisschen zu beachten ist und wie ich da vorgehe, um damit das Ganze auch am Ende schön aussieht, ohne groß dabei was kaputt zu machen. Ich habe meinen Arbeitsplatz soweit schon mal vorbereitet, was ich alles dazu brauche. Das ist einmal meine Utensilien. Von verschiedenen Pinzetten bis hin zu verschiedenen Präparationsnadeln, bis hin zur Spritzen, Scheren, Skalpelle, alles dabei. Verschiedene Spannstreifenarten. Das sind jetzt die Insektennadeln, die sind eigentlich jetzt uninteressant. Das ist nur meine Box, wie ich sie aufbewahre und Ordnung behalte, weil die steckt schon im Tier drin. Die brauche ich nicht. Was für uns jetzt wichtig ist, sind Stecknadeln. Ja, Spannbrett, auf dem ich das Ganze fertig machen werde. Und nun zum eigentlichen, zum Tier. Ich habe hier noch zwei Exemplare eingetütet. Ich hoffe, ihr könnt die ein bisschen erkennen. Ich muss hier mit meiner Schreibtischlampe ein bisschen improvisieren. Das sind jetzt zwei verschiedene Arten. Ich habe jetzt, glaube ich, eine von den größeren in meiner Aufweichbox. Die Tiere stammen alle aus Burma. Aus Tenasserim, gefangen am 8. August 1995, also sind schon ein bisschen älter, seitdem auch hier drinne. Und die Art weiß ich leider nicht, soweit bin ich noch nicht gekommen, um die zu 100% zu bestimmen. Aber so bekommt man die halt überall mal zu kaufen, in ausgewählten Läden oder auf bestimmten Insektenbörsen. Ja. Ich habe das Ganze vor 3 Tagen schon mal vorbereitet. Das ist meine Aufweichbox. Da habe ich Vermiculit drin, ein bisschen Wasser und eine Aufweich- bzw. Quellessenz, die die ganzen Tiere sehr weich macht. Und hier habe ich jetzt die Zikade schon mal genadelt und in der Hoffnung, dass sie jetzt schön weich ist, dass die Flügel sich bewegen lassen. Jetzt ziehe ich das einmal ab. Das sind kleine Nachtfalter aus Peru. Die folgen noch mit der Präparation. Ja. So, jetzt haben wir hier das Tier. Jetzt funktioniert das auch. So sieht sie jetzt aus. Sie ist ungefähr, was heißt ungefähr? Ich kann es genau sagen. 4,5 cm lang. Wenn es jetzt mal scharf stellt, mit Flügeln 6. Und ich möchte die ganze jetzt so nadeln, dass die Flügel schön abstehen. Das ist normalerweise ein Schmetterlingsspannbrett, wo man die Schmetterlinge halt hier mit dem Körper reinlegt und die Flügeln hier drauf spannt. Ich zweckentfremde das jetzt mal ein bisschen, damit das alles trotzdem funktioniert mit den Flügeln. Das ist alles kein Problem. So, hole ich auch mal ein bisschen dichter ran. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen und das ist nicht zu dunkel. Okay. Ich muss jetzt feststellen, dass das Spannbrett doch ein bisschen tiefer ist als gedacht. Also dass die Nadel, dass der Körper zu weit hier drauf liegt und ich nichts vernünftig unter die Flügel füttern kann, damit die Flügel abstehen. Weil ich kriege das Spannbrett nicht so breit, wie breit das Tier ist, um die Flügel hier drauf zu spannen. Ist jetzt aber kein Problem. Wechseln wir das Ganze einfach mal. Und ich nehme hier meine gute Styroporunterlage, die ich sehr häufig für viele Sachen verwende, um sie zu präparieren. Steck das Tier herauf. Mal noch mal ein bisschen ranzoomen. So, sollte jetzt eigentlich alles zu erkennen sein, ne? Ein bisschen heller machen. Ja, zum Arbeiten selber nutze ich ganz gerne eine Federstahlpinzette. Vorteil ist die, sie ist weich und drückt nicht so zusammen, als wenn ich jetzt hier
meine Spitze nehmen würde, weil die verursacht Löcher. Das wollen wir nicht. Wie ich jetzt vorgehe, ist, ich habe das Tier 3 Tage einweichen lassen in meiner Weichbox. Bei solchen Tieren, die einen festen Körper haben, kann man das ruhig mal ein paar Tage länger einweichen lassen. Bei Schmetterlingen sollte man eigentlich schon nach dem ersten Tag nachgucken, ob sie schon spannweich sind. So nennt sich das Ganze. Weil sonst können sie Schäden erleiden, wenn sie zu lange in der Weichbox sind. Da habe ich auch noch ein gutes Beispiel. Das werde ich euch auch noch mal zeigen, auf was man achten sollte. Und ja, daher, dass ich die Flügel quasi jetzt so hier abstehen lassen möchte. Mir ist aufgefallen, bei den Zikaden muss man die Flügel ein bisschen anheben und dann erst drüber schwenken, weil die sich die Haken hier irgendwo fest. Da. Jetzt ist es da lose. Jetzt hat es ja wieder festgehakt. Aber das findet man dann auch, wenn man ein paar Mal damit arbeitet. So. Ja, ich möchte das jetzt, dass es quasi so ein bisschen natürlich wie quasi im Flug absteht. Und zwar nutze ich dazu weiteres Styropor. Ist jetzt noch ein bisschen groß. Das werde ich jetzt einfach nochmal zerteilen. Einfach mit dem Messer klein geschnitten. Das positioniere ich jetzt links und rechts von dem Tier, so dass die Flügel gleich schön plan hier drauf aufliegen. Damit es mir nicht alles hier noch tausendmal verrutscht, fixiere ich die kleinen Styroporplatten erstmal mit Stecknadeln, die natürlich jetzt ein bisschen länger sein müssen, damit sie auch durchkommen. So. Ja, Kamera ist jetzt nur mit Handykamera, deswegen muss ich ab und zu mal ein bisschen umhergucken, dass es alles ein bisschen passt, damit ihr auch was seht, weil ich arbeite mit meiner Schreibtischlampe, um halt wirklich direkt hier vor dem Objekt das Licht zu haben. Das ist für mich am angenehmsten. Damit mir das Tier jetzt nicht ganz Zeit sich, damit das Tier sich nicht ganz Zeit hier mit und umherdreht, fixiere ich das jetzt einfach mal noch mit zwei Stecknadeln direkt am Kopf. So. Ja, und nun muss man vorsichtig hier wieder lösen. Schon Wahnsinn, was die Natur für einen Mechanismen hat. Ich klappe das erstmal so weit auf, wie weit ich das gerne haben möchte. Stellen wir die mal hier hoch, dann brauche ich die mal durchgreifen. Und stecke jetzt erstmal eine Nadel davor, um den Flügel erstmal umzuhalten, damit er mir nicht ganz halt mal wieder runterflatscht. Ganz wichtig dabei ist, nicht nur für die Optik, sondern auch für den Wert des Tieres, welches man hier präparieren möchte, bitte nicht durch die Flügel stechen. Das sieht erstens im Nachhinein nicht schön aus, weil durch die Spannung, die jetzt hier noch drauf ist, kann der Flügel dann komplett aufreißen. Und ja, es sieht einfach nicht schön aus, muss ich so sagen. Was mir jetzt aber auffällt, ist, dass die Flügel ja so leicht angeschrägt sind. Muss ich die Styroporplatten noch ein bisschen weiter auseinander machen, damit ich mit dem Tier weiter dazwischen komme, damit die Flügel besser auf der Styroporplatte aufliegen. Also löse ich das Ganze nochmal. Löse nur eine Seite, um mir ein bisschen Arbeit zu ersparen. Huch, die stecken da auch noch drin. Und schiebe das jetzt genau so zwischen das Tier. Ja, falls euch.
Ja, eben gerade ist das Video einfach beendet. Fragt mich nicht, was hier los war. Kurios. So. Jetzt fixiere ich erstmal wieder die beiden großen Flügel. Damit die erstmal weiter da oben sind. Und jetzt zu den kleinen. Ich muss sagen, es ist doch relativ einfach, hier eine Zikade zu präparieren im Verhältnis zu Schmetterlingen, da diese Flügel wesentlich unempfindlicher sind als die Flügel von Schmetterlingen. So, um jetzt die zweiten Flügel schön glatt zu ziehen, nutze ich jetzt hier meine Spannstreifen. Ziehe sie jetzt unter dem großen Hauptflügel durch, weil, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ich zoome jetzt mal ran. Und zwar ist hier drunter eine kleine Falte. Ich könnte es natürlich jetzt einfach nur so hoch machen, festnadeln und trocknen lassen, dann ist gut, aber dann habe ich hier halt diese Falte. Und die möchte ich wegkriegen. Ich möchte wirklich, dass der Flügel in seiner vollen Fläche aufliegt. So fixiere ich mir jetzt hier oben den Spannstreifen erst einmal. So. Und nun versuche ich, den Flügel hier so hoch zu bekommen, dass ich die Seite dort glatt kriege. Eine ganz schöne Fummelarbeit, vor allem wenn man das die ersten Mal erst macht, weil jetzt komme ich auch nicht weiter durch diese Stecknadel. Aber ganz so hoch will ich eigentlich auch gar nicht. So, ich ziehe jetzt den raus. Ziehe das hier so ein bisschen glatt. Ich versuche nun den Spannstreifen straff zu ziehen. Steck einmal oben rein, steck einmal unten rein und hoffe, dass der Flügel jetzt so bleibt. Und er bleibt so. Den oberen Flügel, den lasse ich sogar gleich so, weil den brauche ich nicht glatt ziehen, weil sonst verdrehe ich die von Natur aus vorgesehenen Winkel hier. Ja, wie ihr seht, wenn ich den da so hochbiege, ist er ja so leicht schräg. Deswegen passt das mit der ganz gut, dass die da so schräg drinne steckt. Und die nehmen wir ein bisschen tiefer. Obwohl, wenn ich möchte natürlich auch nicht, dass der Flügel sich hier irgendwie reindrückt, wenn ich den jetzt einfach nur so fixiere. Deswegen gucke ich gerade, wie er am besten sitzen würde, ohne dass er hier eine Delle kriegt. Mal gucken, wie sieht das aus. Oh, ihr seid ja immer noch so dicht. So sieht das Ganze jetzt mal von schräg vorne betrachtet aus. Ganz akzeptabel, würde ich mal sagen, ne?
So, das gleiche machen wir jetzt mit der anderen Seite auch. Ziehen wir jetzt erstmal wieder einen Spannstreifen hier lang. Den ich oben fixiere. So. Dann nehme ich mir den kleinen Flügel. Und jetzt gilt es natürlich auch darauf zu achten, dass beide Seiten ein bisschen einigermaßen symmetrisch aussehen. Mir rechts jetzt sogar besser gelungen als links. Deswegen korrigiere ich jetzt links nochmal. Selber gucken, jetzt bin ich mit dem linken Flügel zum Beispiel wieder höher als mit rechts. Das ist jetzt quasi so die Fummelarbeit, so dass für sich selber die optisch perfekte Position finden. So, jetzt habe ich die kleinen Flügel erstmal fixiert, bin mit der Symmetrie soweit ganz zufrieden. Jetzt mache ich nochmal die großen Flügel, weil hier hat er sich gerade so richtig schön reingedrückt. Das will ich nicht. Und deswegen gucken wir jetzt mal, wie wir das machen. Ob ich den nicht vielleicht doch plan hier drüber ziehe. Jetzt muss ich gucken, wie ich jetzt löse. Bleibt der? Denke mal, ich mache das so. Dann habe ich hier einen schönen Abschluss. Ich werde es nochmal loslassen. Der Nachteil ist jetzt natürlich hier auf dem Styropor, das hat alles nicht so richtig Halt hier. Also obwohl ich den Spannstreifen festgezogen habe, wackelt der Flügel hier hin und her. Und ich bekomme den Spannstreifen nicht richtig fixiert. Also jedenfalls nicht, also fixiert in dem Sinne straff über den Flügel gezogen, dass der Flügel in der Position bleibt, wo ich ihn haben will. Das muss ich jetzt quasi ein bisschen ausprobieren, wie das Ganze am besten geht. Ja, jetzt drückt er wieder dagegen. Mir rutschen die Spannstreifen immer wieder hoch. Das nervt. Da melde ich mich gleich nochmal, da muss ich jetzt erstmal eine Lösung finden. Okay, ich habe eine Lösung gefunden. Relativ simpel. Ich habe verschiedene Längen an Stecknadeln hier. Jetzt zeige ich natürlich wieder die besten Längen. Ja gut, zeige ich euch mal die beiden. Toll, die sind jetzt gleich lang. Auf jeden Fall habe ich hier längere und kürzere Balken.
Und Haar habe ich jetzt mit den kürzeren so weit durchgestochen, dass ich mit dem Glaskopf quasi den Spannstreifen richtig runterdrücke. Und so habe ich das jetzt quasi auch schön fixiert. Was mir eben gerade noch eingefallen ist, oder was mir eben gerade auch aufgefallen ist, von der Symmetrie her kann man schön darauf achten, wie auch bei Schmetterling, dass man den Oberflügel hier mit der Unterkante so im 90-Grad-Winkel zum Körper fixiert. So macht man das auch bei Schmetterling. Ist mir eben gerade so aufgefallen, dass es bei denen hier auch dann ganz gut geht, um eine gewisse Symmetrie zu bekommen, damit das Ganze schön aussieht. Jetzt muss ich hier wieder lösen und den auch. Und wahrscheinlich rutscht mit der Kleine auch wieder runter. Kein Problem. Weil ich werde dann eh gleich nochmal nachspannen. So, und zwar kann ich den jetzt auch so hochschieben. Jetzt habe ich da wieder eine lange Nadel. Ist das eine kurze? Nein, das ist auch keine kurze. Ist lang. Jetzt muss ich sogar noch meine Stecknadeln hier sortieren nach Länge. Mensch, 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 wer hätte das gedacht? Einmal auskippen. So, da oben einmal fest. Jetzt mal von oben gucken. Bisschen wieder runtersetzen. Und einmal fest. Der bewegt sich nicht. Fest. Wunderbar. So, durch das Lösen eben gerade von der Nadel hier drunter hat sich der kleine Flügel wieder verschoben. Den schiebe ich jetzt wieder hier ein bisschen hoch, aber so, dass die beiden sich nicht überlappen, sondern dass der quasi dort an der Kante. Jetzt hat sich mein Handy weggedreht. Dass dort an der Kante schön lang geht. Kleine Stecknadel. Einmal hier oben, damit er da oben auch schon gleich runterdrückt. Einmal hier unten. War nicht zu doll. So. Das gleiche mache ich jetzt auf der linken Seite auch nochmal. So. Ein bisschen hochschieben. Einmal die Nadeln tauschen und fertig. Jetzt mal alle überschüssigen Nadeln hier runterkippen. Und so sieht nun das Endergebnis aus. Mit wenig Arbeit mal eben fix eine Zikade gespannt. Den hier kann ich auch wieder wegnehmen, der ist überflüssig dort. Ja, den lasse ich jetzt trocknen. Der kommt jetzt an einen kühlen, trockenen Ort. Mal sehen, wie lange das dauert, bis er trocken ist. Ich denke mal so 2-3 Tage. Und dann sollte der fest sein. Dann kommt er einmal kurz in den Tiefkühler, falls sich irgendwelche Parasiten in dem Zeitraum in der Zikade gesammelt haben sollten, damit die da absterben. Und dann kommt er in meinen Kasten. Für die Perfektionisten, ich meine, ich muss es selber auf meinen Spannbrettern bei Schmetterling. Klassisches Geodreieck. So, orientiere mich hier so ein bisschen an der Körpermitte. Und das sieht ganz gut aus. Um halt die Symmetrie beizubehalten. Ja, das war's erstmal. Falls ihr mehr davon sehen wollt, wie ich meine Tiere präpariere oder euch das erklären soll, wie man gewisse Tiere präpariert, nadelt, schreibt es in die Kommentare.
über einen Daumen nach oben. Würde ich mich sehr freuen. Teilen, liken, abonnieren, sagt man ja so schön. Oh, ich halte euch auf den Laufenden, was diese Zikade jetzt betrifft. Ich habe ja noch zwei, kann ich auch gerne noch mal ein Video zu drehen. Und noch mal der Vergleich vorher, nachher. Das war sogar meine kleinste Zikade, sehe ich gerade. Die anderen beiden sind immer größer. Ich versuche die Art herauszufinden und beim nächsten Mal zeige ich euch dann, wie man die ganzen Tiere beschriftet, damit es auch einen wissenschaftlichen Wert hat in der Sammlung, nicht nur einfach optisch, sondern ja. Cheerio!